Herzlich willkommen zu Let's Play Skyrim Dragonborn. Ich bin's Mount und jetzt fängt ja auch die erste Folge an. Die nullte Folge, in der ich so ein bisschen über den Charakter, mit dem wir spielen, genau über den geredet habe. Die habe ich hier schon mal hochgeladen. Link dazu gibt's noch in der Beschreibung. So, wir wollen hier ja jetzt Dragonborn spielen. Das habe ich mich schon mal ein bisschen informiert und soweit ich weiß, sollte das Ganze in Windhelm anfangen. Weil man von da aus nämlich dann nach Solstheim rüberreisen kann. Ich weiß ehrlich gesagt generell nicht, wie das mit den Ladezeiten hier aussieht. Während der Aufnahme. Ja, auf jeden Fall länger als die ich habe, wenn ich nicht aufnehme. Das fällt mir jetzt schon mal auf. Aber ich glaube, das hält sich noch so halbwegs in Grenzen. Ich weiß gar nicht, ob man Es hier ist so vielleicht schön, dich wiederzusehen. gerüchteweise schon ein bisschen was von dem Ort Ich da kann hört. verstehen, warum es dem Nord in Himmelsrand gefällt. Die frische Luft ist Balsam für die Lunge. Ja, das ist ja sehr schön. So, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, musste man irgendwie zum Hafen hin. Auch wenn ich gar nicht mehr weiß, wie man hier richtig zum Hafen kam. Ja, es ist nicht schön, wenn man hier 150 Stunden dieses Spiel gespielt hat. Ne, insgesamt sogar noch länger. 150 ist ja nur mit dem Charakter. Und dann sich trotzdem nicht auskennt. Naja. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Das war doch hier irgendwo, oder nicht? Ja, doch. Obwohl hier. Habt ihr diese Krieger aus Hammerfell gesehen? Sie haben gebogene Schwerter. Gebogene Schwerter. Ist das Schiff hier neu? Ich war noch nie ein großer Freund. Mögen die Götter über eure Kämpfe. Die Nordwind ist meine Geliebte. Und ich bin ihr Gebiet. Sucht ihr Arbeit? Ich hatte da einen Matrosen, der sich dachte, wenn ihr an dieser Bande ein Exempel statuiert. Nee, der hat ich jetzt auch euch keinen Nerv für gerade. Solstheim wollt, werdet ihr das kein wollte ich doch besseres Schiff eigentlich. finden als die Nordmalt. Solstheim? Wundert mich, dass ihr noch nie davon gehört habt. Das ist eine Insel nordöstlich von hier. Dort gibt es eine kleine Dunkelelfenstadt namens Rabenfels. Und eine Handvoll Nord, die ins Karldorf leben. Normalerweise reisen die Leute nur dorthin, wenn sie einen guten Grund haben. Es kann dort ziemlich rau zugehen. Und wie viel wird mich das kosten? Ein faires Angebot. Heutzutage fahren nicht mehr viele hinüber. Wenn ihr mich fragt, kann ich's ihnen nicht verdenken. Die Dinge da draußen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Und warum segelt ihr denn überhaupt dahin? Sie bezahlen mich weiter für Vorräte und Überfahrten. Und das Gold kann ich immer gebrauchen. Wollt ihr immer noch dorthin? Natürlich. Eine ausgezeichnete Wahl. Wir werden sofort ablegen. Sehr interessantes Lied in der klingischen Sprache. Aber auch interessant, dass immer noch da nur das Dorf Rabenfels und das Skaldorf gibt, obwohl ja inzwischen seit Morrowind schon 200 Jahre da vergangen sind. Wirklich sehr interessant. Da wären wir. Willkommen in Rabenfels. Bitte seid vorsichtig. Hier hat sich einiges verändert. Na, so viel kann sich ja nicht verändert haben. Wenn es immer noch nur die beiden Ortschaften gibt. Obwohl, doch, ich glaube, hier hat sich einiges verändert. Und dafür gab es auch gleich schon mal eine Errungenschaft. Ich kenne euch nicht. Daher muss dies euer erster Besuch in Rabenfels sein, Fremdling. Erklärt eure Absichten. Eigentlich suche ich nur Arbeit. Ich habe den schlechtesten Ort in ganz Morrowind ausgesucht. Aber wie ihr wollt.
Vergesst nicht, dass Rabenfels eigenständiges Gebiet von Haus Redoran ist. Das hier ist Morrowind, nicht Himmelsrand. Für die Dauer eures Aufenthalts solltet ihr euch an unsere Gesetze halten. Irgendwelche Fragen? Und warum seid ihr Besuchern gegenüber so misstrauisch? Das muss ich doch. Als zweiter Ratsherr ist die Sicherheit von Rabenfels mein vordringlichstes Anliegen. Gibt es denn damit Probleme? Das hier ist nicht gerade Schwarzlicht. Wir liegen hier an der Grenze und haben mehr als genug Ärger. Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben, weigere ich mich, Ratsherrn Morwein im Stich zu lassen. Und was bedeuten jetzt genau eure Titel? Ratsherr Morwein ist der Vertreter des Hauses Redoran auf Solstheim. Als zweiter Ratsherr ist es meine Pflicht, ihn zu unterstützen und sicherzustellen, dass seine Entscheidungen umgesetzt werden. Also der Name Morwein, der kommt mir auch schon mal ziemlich bekannt vor. Ich glaube, den gab es auch schon mal in Morrowind in Verbindung mit Haus Redoran. Bin mir da aber nicht mehr so ganz sicher. Bei Arano weiß ich auch nicht, ob der nicht auch schon mal Ratsherr war oder die Familie von dem wenigstens. Keine Ahnung. Also Rabenfels ist eine reine Dummeslung. Eine kaiserliche Stadt. Doch das Kaiserreich hat sie verlassen, als mein Volk hier eintraf. Sie ließen die Stadt in Trümmern hinter sich zurück. Doch als das Haus Redoran übernahm, bauten wir sie wieder auf und machten sie zu unserer eigenen. Und selbst wenn es schwer ist, diese Insel wohnlich zu machen, nennen wir sie voller Stolz Heimat. Und was hat es mit Schwarzlicht auf sich? Eure Unkenntnis unserer Heimat überrascht mich nicht. Das ist die Hauptstadt von Morrowind, seit Gramfeste von den Argoniern einkassiert wurde. Ich bin nur noch selten dort, aber hin und wieder kommen noch Versorgungsschiffe und Besucher dort her. Die Argonier sind im Morrowind einmarschiert. Ja, vor einer ganzen Weile. Sie haben eine blutige Schneise durch einen Großteil des Südens Morrowinds geschlagen. Niemand scheint sicher zu sein, warum es geschah. Vielleicht ein Expansionsversuch oder Rache für die Versklavung ihres Volkes oder beides. Was auch immer der Grund war. Tausende Dunmer verloren sinnlos ihr Leben und noch viele mehr wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Das ist nicht so gut. Wir behalten euch im Auge. Seid gegrüßt, Gjallund. Seid gegrüßt. Ach, die Rüstung, die kennt man ja auch noch von Morrowind damals. Als ich das letzte Mal mit Gjallunds Schiff gefahren bin, war mir eine Woche Schwein hier bestellt. Ja, schön für die Dunmer. So, man sieht schon auf der Karte, gibt es ja ziemlich viele unerkundete Gebiete. Den Anfang können wir aber eigentlich hier mal machen und uns hier ein bisschen umgucken. Ein paar Ahnengräber gibt es hier auf jeden Fall, aber die müssen wir jetzt auch nicht unbedingt einbrechen. Ich finde den Baustil hier schon wieder ziemlich schön. Diesen redoranischen. Schade finde ich allerdings, dass man hier auch nirgendwo jetzt irgendwie rein könnte. Aus dem Weg, obwohl hier gibt's der Spuckende, was auch immer, jetzt habe ich es auch nicht richtig gelesen. Auf jeden Fall irgend so ein Netzvieh. Und hier gibt es ja normalerweise immer wie irgendwelche Quests oder so. Geht mir aus dem Bei mir braucht ihr euch nur eins zu merken. Zahlt eure Schulden. Ja, gut, dass ich keine habe. So. Mietklinge. Wenn ihr das nötige. Nee, danke, brauche ich auch nicht. Bleibt mir aus dem Weg. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Was hast du noch zu sagen? Traditionelle Dunkelelfenspeisen. Ja, schön, mir auch egal. Gildes scheut weder Mühen noch Kosten. Willkommen im spuckenden Netz. Hier gibt es den besten. Willkommen im spuckenden Netz, Fremdling. Was darf ich euch bringen? Habt ihr letzte Gerüchte gehört? Sprecht doch mal mit Ralis oben am Kolbjörn-Hügelgrab. Wie ich hörte, will er dort eine Ausgrabung durchführen. Okay, damit haben wir schon mal wieder eine Quest bekommen. Aber was hast du einen ungewöhnlichen Namen? Eine lustige Geschichte dahinter. Das dachte ich mir. Vor Jahren ging ich zu den Docks hinunter und sah einen Dunmer, der mit einer Flasche Suyama in der Hand dort entlang torkelte. Er war einer meiner Stammgäste und er trank gern und viel. Also war ich nicht gerade überrascht. Das klingt jetzt nicht ungewöhnlich. Aber dieser Dunmer war nackt, wie am Tag seiner Geburt. Und sang schief und so laut, wie es seine Lunge nur hergab.
Während ich das Spektakel noch beobachte, schwebt ein Netz über das Bollwerk auf ihn zu. Der Mann sieht zu dem Netz hoch, brüllt: Hier, trinkt was! Und wirft die Flasche hoch. Und die landet nicht mehr auf dem Boden. Und was hat der Netz getan? Tja, die Flasche zerbrach an dem Netz. Und er muss den Inhalt wohl geschluckt haben, denn er fing an, irgendwie schräg zu schweben. Schließlich hielt er an und fing an zu zittern. Ein paar Augenblicke später spie er das abscheulichste Zeug von sich, das je eure Nase beleidigt hat. Ich habe schon so einige Betrunkene gesehen und ich sage euch, dem Netz war speiübel. Ja, jetzt verstehe ich. So war's. Ganz genau so. Oder du hattest einfach nur ein bisschen zu viel getrunken. Ich werde ihn stehlen. Sogar die ganzen Getränke aus Morrowind gibt's wieder. Schick, schick. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich mich hier nicht noch ein bisschen mehr umgucken möchte. Wir können zum Beispiel nochmal hier gucken, was es an der Schmiede noch gäbe. Aber es ist gerade sowieso Nacht, oder? Na, warten wir nochmal eben 4 Stunden vielleicht. Dann ist ja auch mehr los. Man hat es vielleicht gemerkt, ich bin so ein Spieler, der auch ziemlich viele Gesprächsoptionen immer durchgeht. Und jetzt sollte ich vielleicht doch nochmal zur Schmiede auch laufen. Ihr habt nicht zufällig Crescius Cerellius gesehen? Dieser törichte alte Narr hat schon wieder meine Spitzhacke geklaut. Das ist schade, aber warum all die Aufregung um meine einfache Spitzhacke? Nein, nein, nein. Es ist nicht nur einfach irgendeine Spitzhacke. Ich spreche von einer alten Nordspitzhacke. Nun, die Dinger wachsen nicht gerade auf Bäumen. Kann man daran dann Stahlrimm abbauen oder wie das da hieß? Könnte ich einfach die Wache nach Crescius suchen lassen? Um solche Dinge kümmere ich mich lieber selbst. Hör zu. Wenn ihr Crescius seht, dann sagt ihm, er soll mir die Spitzhacke zurückgeben. Es soll euer Schaden nicht sein. Mir ist das Schattenzeichen eurer Tür aufgefallen. Das ist zwar nicht, aber... Nehmen Sie an. Es ist lange her, seit ein Mitglied der Gilde sich nach hier draußen bemüht hat. Also sagt mir, wie geht es meinem Bruder Delvin? Versucht er immer noch jeden Abend in der zersplitterten Flasche das Herz von Vex zu erobern? Es geht ihm gut und das ja, das stimmt. Der verdammte Rumtreiber schafft es nicht einmal, seinem eigenen Fleisch und Blut einen Brief über sein Wohlbefinden zu schicken. Kann man sich das vorstellen? Aber egal. Ich nehme an, ihr sucht Arbeit. Nun, ich habe schlechte Neuigkeiten. Dieser Ort ist trockener als ein verdammter Knochen. Na, ich habe immerhin schon 2 Quests bekommen, aber überhaupt nichts. Ihr wollt wohl unbedingt Gold verdienen, wie? So lobe ich mir das. Hört zu. Die Gilde hat hier draußen ein Problem, das ich seit Jahren zu lösen versuche. Doch bislang erfolglos. Die Gilde hat hier draußen ein Problem. Schaut mich nicht so an. Ich bin ganz alleine hier draußen, völlig ohne Rückendeckung. Und außerdem ist es in Wahrheit mein Problem. Ich bin dafür verantwortlich. Was habt ihr getan? Vor 2 Wochen stand ein Bretone namens Esmond Thüne vor meiner Tür. Er hat wie ihr die Schattenzeichen bemerkt. Und ich dachte, er sei einer von uns. Er hat euch etwas gestohlen, nicht wahr? Das hat er. Direkt vor meiner Nase. Könnt ihr das glauben? Es geht um meine Rezeptur für verbesserte Knochenrüstung. Ich brauchte Jahre, um sie zu perfektionieren. Und wo ist Esmond Thüne jetzt? Nun, bevor er weglief, faselte er wirr darüber, Hehlerware an die Rieglinge bei Burg Karstark verkaufen zu wollen. Ich habe ihm gesagt, dass es Wahnsinn ist, über ein Gespräch mit diesen fiesen kleinen Kerlen auch nur nachzudenken. Aber er wollte nicht hören. Ich würde einen fetten Beutel Gold verwetten, dass er entweder tot ist oder sich dort oben versteckt. Ich werde diese Rezeptur für euch zukommen. Tut das, und ich werde dafür sorgen, dass ihr belohnt werdet. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ja, natürlich. Aber nochmal zur Norden... zur Norden-Altspitzhacke, zur alten Nordspitzhacke. Das einzige Werkzeug, mit dem man Stahlriem schürfen kann, das ist sie. Dachte ich's mir doch. Davon gibt es in dieser Welt nur noch wenige Exemplare. Sie zu schmieden, ist eine vergessene Kunst.
Das Exemplar, das Crescius sich ausgeliehen hat, stammt aus Skaldorf im Norden. Ich habe es durch ein Tauschgeschäft erstanden. Natürlich. Ach, jetzt frage ich nochmal ganz doof. Ist Stahlrim eine Art Erz? Stahlrim als Erz zu bezeichnen, ist ungefähr so, als würdet ihr meine Schmiede ein Lagerfeuer nennen. Manche nennen es verzaubertes Eis. Aber ich glaube, dieser Vergleich wird ihm nicht ganz gerecht. Das wohl ziemlich selten. In meinem ganzen Leben habe ich bestenfalls zwei Brocken gesehen. Und ich bin Schmied von Beruf. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, solltet ihr jemanden in Skaldorf fragen. Dort habt ihr sicher mehr Glück. Ja, wahrscheinlich. Crescius, er gibt mir die Spitzhacke besser zurück, sonst... Ah, Supulus gibt's auch wieder. So, gut. Wir haben jetzt schon wieder... Na gut, zwei... drei Nebenquests insgesamt nur. Ich weiß natürlich auch nicht genau, wie das... wie das hier hauptquestmäßig überhaupt aussieht, wie das auch losgeht dann. Ich weiß eigentlich überhaupt nichts über das Add-on. Aber wahrscheinlich macht es gerade das noch recht interessant. So, oben ist der Tempel. Ja, das Zeug, das nehme ich einfach mal mit, ne? Hat ja keiner was gegen. Danke. So, ich würde sonst mal sagen, wir können vielleicht jetzt auch noch mal ein bisschen uns mal die Weltkarte hier angucken. Ja, im Prinzip Solstheim, wie man es kennt. Also wir müssen zum Kalbjörn-Hügel-Grab und die alte Nordspitzhacke können wir uns drum kümmern. Fangen wir am besten erstmal mit der Nordspitzhacke eben an, das ist ja nicht so weit weg. Und ist, glaube ich, mal eine ganz nette Aufgabe erstmal. So, die Trauma-Wurzel nehmen wir auch noch mit. Ach, dafür muss ich hier einfach in die Mine rein. Das erklärt so einiges. Na gut, dann schätze ich mir, dass die Aufgabe hier nicht unbedingt so ewig dauern wird. Obwohl man das was Skyrim natürlich auch nie wissen kann, weil eben die Dungeons doch teilweise sehr groß sind. Und die Ladezeiten auch etwas lang. So, aber... Verdammt, Frau, lasst mich! Crescius, bei eurem letzten Besuch in der Mine hättet ihr euch fast das Genick gebrochen. Ich will meine letzten Tage nicht als Witwe verbringen. Und ich sage, ich werde tun, was in meiner Macht steht, um die Überreste meines Urgroßvaters zu finden. Er ist da unten, ich kann es spüren. Das war vor fast zwei Jahrhunderten. Gut möglich, dass gar nichts mehr da ist. Lasst mich gehen, Weib. Crescius, ihr seid ein alter Dummkopf, der schnurstracks in sein Verderben rennt. Und wer zum Henker seid ihr? Seht ihr nicht, dass ich zu tun habe? Doch, doch, aber ich auch. Ja, womit seid ihr beschäftigt? Was geht euch das an? Ich kenne euch doch nicht einmal. Für einen alten Mann ist es draußen sicher gefährlich. Wir würden euch dazu stimmen. Ihr könnt sie gern fragen. Aber ich sage euch, es gibt in diesen Minen ein Geheimnis, das Rabenfels zu neuem Ansehen verhelfen würde. Also Stahlrim gab es hier schon vor 200 Jahren, also... Welche Art von Geheimnis sollte hier unten verborgen sein? Ein Geheimnis, das die ostkaiserliche Handelsgesellschaft vor zwei Jahrhunderten unter den Teppich gekehrt hat. Ach so, das erklärt alles. Es hat meinen Großvater getötet und Rabenfels mit einer wertlosen Unglücksmine zurückgelassen. Und wer war euer Urgroßvater? Gratian Cerellius. Er hat sein ganzes Leben lang die alten Ruinen von Tamriel erforscht. Er starb vor fast 200 Jahren in diesen Minen. Und wie ist er gestorben? Die ostkaiserliche Handelsgesellschaft sprach von einem furchtbaren Unglück. Er soll bei einem Steinschlag ums Leben gekommen sein, aber ich kenne die Wahrheit. Und womit wollt ihr das beweisen? Beim Hausputz sind meine Frau und ich
auf eine verschlossene alte Truhe mit einigen Besitztümern meines Urgroßvaters gestoßen. Ich habe einen nicht abgeschickten Brief gefunden, adressiert an die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft, und einen Schlüssel. Und was stand in dem Brief? Es geht um eine Entdeckung, die einige der Bergleute in der Mine gemacht haben. Sie wollten, dass Gratian sie sich genauer ansieht. Es muss sehr wertvoll für die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft gewesen sein, denn sie haben diesen Teil der Mine komplett abgeriegelt. Und der Schlüssel gehört dem versperrten Abschnitt. Welcher Schlüssel jetzt nochmal? Ja, zumindest. Achso, den hatte ich da auch gefunden. Ich habe den Eingang noch nicht gefunden. Das beweist rein gar nichts. Ach nee, ich glaube, ich gebe lieber zu. Es klingt schon verdächtig. Endlich glaubt mir jemand. Glaubt mir, dort unten liegt etwas Großes. Etwas, das die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft vor uns allen verbergen wollte. Und warum erzählt mir das alles? Nun, meine Frau sagt immer, ich sei zu alt, um in der Mine herumzustüffeln. Ja, ich nicht. Zeit ist mein Gegner. Mein Alter hat mich eingeholt, bevor ich die Antworten finden konnte, nach denen ich suche. Also braucht ihr nun doch meine Hilfe. Ja, ich will wissen, was mit Gratian geschehen ist. Und was die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft uns allen verheimlicht. Und wo soll ich jetzt anfangen? Gratian hat seine Entdeckung in einem Notizbuch festgehalten. Wenn ihr seine Überreste findet, sollte uns das weiterbringen. Hier ist alles, was ich habe. Der Brief und der Schlüssel. Bitte tut das für mich, damit ich meinen verlorenen Respekt wiederfinden kann. Achso, übrigens will Glover seine alte Nordspitzhacke zurück. Der Kopf hat sie doch gar nicht verdient. Die Spitzhacke ist ein Werkzeug für Bergleute, kein Verkaufsobjekt. Vermutlich hat er sie sowieso den Skal gestohlen. Und wenn das nun ein Bergleut kaufen wollen würde. Es gehört euch nicht. Hier. Hoffentlich fällt ihm das Ding auf den Fuß. Könnt ihr ihm gerne ausrichten. Ja, ja, okay. Belassen wir es erstmal dabei. Ja, ja, sehr interessant. Ist die Spitzhacke jetzt eigentlich noch irgendwie besonders? Außer, dass sie unglaublich schick und stylisch aussieht. Und nur einen Wert von 500 hat. Ich verstehe nun gut. Nicht, warum ihr Kreskios anstacheln müsst. Hab ich doch gar nicht. Er war halt nur voller Tatendrang und so. So, Moment, wo muss ich denn jetzt lang? Bin ich hier unten richtig? Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das wirklich so vorgesehen war. Moment, ich heil mal eben schnell. So, und dann kommen wir uns eben nochmal um die Frostbissspinne kümmern. Ich möchte übrigens noch anmerken, dass das hier immer noch Schwierigkeitsstufe Meister ist. Auch wenn man das eventuell nicht merkt. Sehr schön, so. Ich würde es uns mal ehrlich gesagt sagen, es sind jetzt schon wieder 23 Minuten rum, eigentlich wollte ich die Folge nur eine Viertelstunde lang machen. Aber da es sowieso der erste Fall ist, ist das auch recht egal. Und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, euch noch einen schönen Tag und ciao.